Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich möchte dich gern zu der Show einladen. Ha. Ja, du vielleicht. Aber die Glücksbärchis nicht. Beastly, könntest du mich bitte reinlassen? Ich hab Harmonie nichts getan. Ich weiß. Wir müssen uns bei dir entschuldigen. Aber du hast Heilegernbärchis Vögel verjagt und die Probe gestört. Ich wollte doch nur dabei sein. Ja, du fühlst dich wohl auf der Bühne, aber ich nicht. Also, ich möchte, dass du mit mir bei der Show mitmachst. Was? Ich möchte, dass du mit mir bei der Show mitmachst. Was? Du sollst mit mir bei der Show mitmachen. Wirklich? Na dann los! Aber nur, wenn du nicht wieder verrückt spielst. Keine wilden Sachen mehr, die du für lustig hältst. Was? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann muss ich einfach... Beastly, das war echt gut. Bei deinem Rumgetobe haben wir gar nicht gesehen, was du für ein tolles Talent hast. Meinst du? Ja. Komm mit. Zeigen wir den anderen, was du drauf hast. Und du bist dir wirklich sicher, Phoebe? Ja. Phoebe, Beastly ist gemein. Er ist ein Schattenwesen. Ich habe seine Sonnenseite gesehen, Sonnenscheinbärchi. Vertraut ihr mir? Lass die Sonne scheinen, Phoebe. Seid ihr bereit, Glücksbärchis? Bereit! Glücksbärchis, die helfen dir. Und wer uns braucht, dem helfen wir. Unser Regenbogenschrei macht deinen größten Wunsch jetzt wahr. Ich wünsche mir, ich habe den Mut, in der Show aufzutreten. Zusammen mit Beastly. Willkommen, ihr Lieben. In unserer heutigen Show Harmonie und Freunde gibt es eine kleine Umbesetzung. Harmonie kann leider nicht mitmachen. Sie wird vertreten durch besondere Gäste. Phoebe und ihrem musikalischen Partner Beastly. Wach auf, der Tag beginnt und dieser Tag wird ein Tag voll Freude. Ich weiß, das wird ein Tag, wie jeder ihn mag. Sieh doch, unser Himmel ist blau, die Sonne scheint so hell und freundlich. Es gibt nichts, was nicht für uns zu schaffen ist. Das ist Brummbärchis Wohnmobil, aber er ist nicht da. Vielleicht hat ein gruseliges Monster Brummbärchi entführt. Und wir sehen ihn nie wieder. Vielleicht ist Brummbärchi jetzt bei einem Zirkus. Vielleicht hat er sich einfach in Luft aufgelöst. Vielleicht wandert er um die ganze Erde wie ein verlorener Vagabund, weil er die Orientierung verloren hat und nicht mehr weiß, wer er ist. Moment, da ist er ja. Oh, Brummbärchi, zum Glück haben wir dich gefunden. Alles in Ordnung mit dir? Oh ja, mir ging's nie besser. Ich chill hier nur ein bisschen. Ich ruhe mich im Treibsand aus, Spartak. Sieht's aus, als würde es mir gut gehen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Ich auch. Das haben wir gut gemacht. Hey, wir könnten uns gegenseitig die Hände schütteln. Vielleicht kann mir irgendjemand helfen. Falls ihr es nicht gemerkt habt, und ich glaube, ihr habt es nicht gemerkt, ich stecke hier fest. Moment, wenn wir da reingehen, dann stecken wir auch fest. Hat jemand ein Seil? In meinem Wohnmobil. Ha. No. Harmonie, kannst du mit anpacken? Aber ich war gerade bei der Pfotenpediküre. Ich meine, ja, natürlich. Also dann, Glücksbärchis, alle zusammen. Und ziehen! Los, weiter, nicht aufgeben, stärker ziehen! Brummbärchi, warte, wir kommen! Hey, die haben doch jetzt genug Helfer. Gehen wir! Was? Bist du sicher? Sieh doch, die brauchen uns nicht. Also, ich weiß nicht. Willst du nicht auch wieder mit mir Spaß haben? Los, komm! Naja, wer als Letzter am Abenteuerstrand ist, der ist ein Stinkebärchi. Es hat nicht funktioniert. Sekunde! Wo sind Sonnenschein und Paula? Keine Ahnung, aber ohne sie sind wir nicht stark genug. Ich frage mich, wo sie sind. Mein Kuschelhasi. Ja, ich habe ihn gefunden. Gefunden? Na ja, ich habe ihn gefunden, als...
ich ihn genommen habe. Hm? Jetzt seid ihr sicher sauer auf mich. Na ja, du hast meinen Gleitflieger verloren. Du hast mein Essen gegessen. Du bist durch meinen Garten gefahren. Und hast Kuschelhasi genommen. Ja, wir sind irgendwie sauer. Aber es kostet zu viel Energie, auf jemanden sauer zu bleiben. Negative Energie. Und deswegen wollen wir eigentlich nicht sauer sein. Selbst ich. Ich bin immer sauer auf die anderen. Machst du deswegen immer so viel Ärger? Weil du auf alle sauer bist? Ja, so war das schon immer, solange ich denken kann. Und dann sind die anderen sauer auf mich. Und deshalb bin ich natürlich wieder sauer auf die anderen. Ein verzwickter Kreislauf. Hm, was ist deine Entschuldigung? Keine Entschuldigung, nur Spaß. Er hat recht, das war lustig. Aber ich habe eine Menge angerichtet und das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Schmusemärchi! Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst auf den Bermudas. Und fährst mit einem Moped. War ich auch, aber ich hatte das Gefühl, ihr braucht meine Hilfe. So war's auch, aber jetzt nicht mehr. Alles ist super gut gelaufen. Na, da bin ich ja froh. Aber ihr habt ein Kind eingeladen, während ich weg war. Na ja, Beastly hat... Ich weiß, was Beastly getan hat. Aber wenn ihr euch an meine Anweisungen gehalten hättet, hätte er nie die Möglichkeit dazu gehabt. Das tut uns leid. Und was jetzt? Kann ich mir nicht was wünschen? Normalerweise schon. Aber im Wolkenland ist ein ganz schönes Chaos, das erstmal aufgeräumt werden muss. Ich wünsche mir, alles ist wie vorher. Nein. Jetzt kommt die Bestrafung. Nein, keine Bestrafung. Aber ich erwarte, dass ihr alle mithelft. Weil ihr meinen Anweisungen nicht gefolgt seid, seid ihr alle mitschuld an dem, was passiert ist. Du hast recht. Außerdem, es macht Spaß, zusammenzuarbeiten. Absolut. Richtig, Großmutter? Ja, genau, richtig. Wir werden mit dem Buggy über diesen Hügel springen. Das sehe ich mir von oben an. Perfekt. Wow, das ist echt hoch. Leiter, Sonnenschein, ich hänge fest. Sonnenschein, ich brauche deine Hilfe. Verflixt nochmal. Er hat mich völlig vergessen. Paula! Was machst du denn da oben? Die Leiter, sie ist mir runtergefallen. Jetzt hänge ich hier fest. Ich brauche eure Hilfe. Ja, sieht so aus. Aber vielleicht sollten wir dich da oben lassen. Harmonie. Vielleicht hast du recht. Ich hätte nichts dagegen, nachdem ich Brummbärchi selbstsüchtig im Stich gelassen habe. Das tut mir wirklich leid. Entschuldigung akzeptiert. So, wie kriegen wir dich da runter? Sieh mal. Komm her. Oh, vorsichtig. Deine Pfoten tun ganz schön weh. Du ruinierst mein schönes Fell. Konrad, kannst du die nach oben fliegen? Danke, danke, tausend Dank. Und jetzt helfen wir Brummbärchi. Wir brauchen Sonnenschein. Oh, er ist da drüben. Das ist toll. Das ist wirklich total. Gar nicht toll. Sonnenschein, ist alles in Ordnung? War das nicht umwerfend? Das muss ich noch mal machen. Nein, Sonnenschein. Brummbärchi braucht unsere Hilfe. Wir wollten doch Spaß haben. Ich weiß, aber das war ganz schön selbstsüchtig von uns. Ach, Paula, du hast recht. Das war ganz schön gemein von uns. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Drachenbienen müssten gleich an der Sandgrube sein und wir müssen Brummbärchi da rausziehen. Da seht ihr, was passiert. Jetzt dreht sie durch. Nein, das macht ihr Spaß. Ich bin die Entenexpertin. Ich weiß genau, was ich tue. Seht ihr?
Es ist überhaupt nichts passiert. Das verstehe ich nicht. Wir haben alles gemacht, was du gesagt hast, Rita. Sollen wir sie mit Wacky Sack spielen aufmuntern? Ich kann sie auch mit Nudeln füttern. Nein, das macht sie doch nur verrückter. Wunderherz, wir sollten jetzt wirklich auf die Expertin hören. Rita? Na ja, sie benimmt sich sehr merkwürdig. Sie muss krank sein. Sie hat die Enteritis. Ist ja gut, Entchen. Wir müssen sie dahin bringen, wo es sicher und gemütlich ist. Dann beruhigt sie sich. Vorsichtig, Wunderherz. Psst. Möchtest du eine Bärchi-Umarmung? Wunderherz! Es hat keinen Zweck. Die Ente ist zu schnell. Was sollen wir machen, Rita? Kannst du seine Spur aufnehmen? Was sollen wir machen? Wir müssen Wunderherz retten. Komm schon, Kleine. Sag's uns, das ist jetzt sehr wichtig. Ich weiß es nicht. Ich bin keine richtige Expertin. Ich hab mir das ausgedacht. Was? Vielleicht kannst du deinen Regenbogenhubschrauber rufen oder deine Freunde auf dem Mond können. Nein, ich hab auch keinen Regenbogenhubschrauber. Und ich hab nicht Wacky Sack auf dem Mond gespielt. Und es gibt auch keine Milchshake-Fabrik. Mein Dad arbeitet in einem Schuhladen. Ich hab mir alles nur ausgedacht. Tut mir leid, Glücksbärchis. Aber warum hast du das gemacht? Seht euch doch mal an. Ihr seid alle was Besonderes. Ich wollte, dass ihr mich toll findet, damit ihr mich mögt. Ach, Rita, du musst doch wirklich nicht so tun, als wärst du eine Entenexpertin. Ja, wir mögen dich einfach so, wie du bist. Ist das wahr? Aber natürlich. Hallo, wir sind Glücksbärchis. Ja. Es ist nichts falsch daran, du selbst zu sein. Und ich kann's kaum erwarten, dein wahres Ich kennenzulernen. Rita. Oh, danke.